zehn Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter hab neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Ich habe mich heute Abend über Skype eingefunden mit einem Bruder in Christus, den ihr persönlich noch weniger kennt, aber dessen Arbeit ihr wahrscheinlich schon auf meinem Kanal sehr zu schätzen gewusst habt. Und wenn nicht, dann müsst ihr euch unbedingt angucken, was ich mit seiner Arbeit gemacht habe und das Lernen wert zu schätzen nach dem Wert, den es wirklich hat. Nämlich, ich habe Maximilian heute am Telefon über Skype. Und Maximilian hat das wunderbare Buch von Henry Gretton Guinness aus 1888, Romanismus und die Reformation, komplett alleine übersetzt und hat damit einen solchen Eindruck auf professionelle Verlage gemacht, dass es inzwischen sogar einen Hanse Verlag oder wie der, glaube ich, heißt, in Deutschland gibt, oder Weltbild, wie heißt der? Hilf mir mal eben. Weltbild, ne? Hanse Verlag ist das. Hanse Verlag, tatsächlich, ja. Die sich bereit erklärt haben, in erster Instanz das Buch wahrscheinlich sogar auf den Markt zu bringen. Da müsst ihr dann zwar für bezahlen, ihr kriegt es auch gratis im Internet, aber jedenfalls habe ich Max heute Mittag gefragt, ob er nicht Lust hat, mit mir ein Video zu machen, woraus ich jetzt schon weiß, dass da eine ganze Serie draus entstehen wird, weil das Material, das wir durcharbeiten und durcharbeiten wollen und können, ist so erschlagend viel, dass wir da in ein, zwei Sitzungen nicht mit hinkommen. Deswegen hoffe ich mal, dass Max auch in der nächsten Zeit ruhig was Zeit hat, um uns hier drin zu begleiten. Ich lasse ihn auch gleich ans Wort kommen. Ich möchte nur kurz zur Erklärung sagen, ich bin darauf gekommen, weil Bruder Bernd, der unglaublich gute Beiträge in unserem Gesprächsforum immer liefert. Ja, ich habe ja neben dieser Buchlesung haben wir ein Gesprächsforum, da können die Leute sich immer austauschen über Skype. Und da hat der Bernd heute Morgen einen Artikel gesetzt von einer Webseite. Ich mache euch das mal eben auf und zeige euch das hier. Das ist diese Webseite hier. Die heißt also sot.net. Und da gibt es einen Artikel über den Kampf der Evolution mit Komplexität und neuen Genen. Da ist ein Foto hier raus gerade eben. Das ist schon wieder nicht mehr das. Das war das andere gerade eben. Das hier. Wenn ich weggehe, sieht man das. Das Bild hier nebenbei hat damit zu tun. Der hat den Artikel im Internet, also bei uns in Skype, gepostet. Und ich hatte mir das angeguckt. Und ich kenne Sot daher, weil die unglaublich viele Bilder liefern für die Videos von unter anderem Adam 1984. Das ist ein englischsprachiger Videokanal, der einmal im Monat ein Video rausbringt mit den Veränderungen, mit Wetterphänomenen, lass uns mal sagen. Also mit Regen in der Wüste und mit Schnee im Sommer und mit Überströmungen und Erdbeben und Vulkanausbrüchen und alles drum und dran. Und der macht in dem Video viel Gebrauch von SOT, also diese Webseite hier bringt da viele Bilder für. Und ich hatte mir den Artikel angefangen durchzulesen und ich fand den gleich so interessant, dass ich sagte, oh, da möchte ich ein Video drüber machen. Und dann habe ich Max gefragt, ob er nicht Interesse hat, um daran teilzunehmen. Und glücklicherweise hat Max gesagt, ja, Jörg, weißt du was, das machen wir. Das ist nämlich ein unglaublich interessantes Thema. Der Kampf der Evolution mit Komplexität und neuen Genen. Machen wir den Artikel doch mal eben auf von der Webseite, von der Hauptwebseite her. Ich habe mir da ein eigenes PDF von gemacht und da werden wir dann gleich dann lesen. Aber hier geht es also darum, um Darwins Evolutionstheorie zu erklären und zu widerlegen. Das ist der wichtige Punkt. Ja. Wir erklären nicht nur, warum das Quatsch ist, sondern nicht nur aufgrund unseres eigenen Kennens oder unserer eigenen Kenntnis, sondern wir nehmen das damit bei, was Sot hier zusammengetragen hat. Das heißt Aussagen von verschiedenen Wissenschaftlern, von allen Couleuren, also Biologen, Physiker und Astronomen und Astrologen und was weiß ich nicht alles. Und das werden wir dann ja auch im Laufe des Artikels sehen. Darauf basieren wir uns und natürlich basieren wir uns hauptsächlich auf der Bibel, weil die Evolutionstheorie ist eine Theorie. Natürlich könnt ihr sagen, die Schöpfung ist auch eine Theorie. Gut. Aber dann wollen wir mal sehen, wie viele Beweise gibt es für die Evolutionstheorie und wie viele Beweise gibt es für die Schöpfungstheorie, wenn man das als Theorie sieht.
Nun, Schöpfungstheorie ist ein Wort, was ich eigentlich noch niemand habe sagen hören. Aber man kann sagen, dass eben auch die Schöpfung ein Glaube ist, eine Religion ist. Da stimme ich zu. Das Problem ist, dass die Evolutionstheorie uns in unserer Welt gelehrt wird als eine Tatsache, nicht mehr als eine Theorie. Und es gibt dafür keine Beweise. Das heißt, man muss es glauben. Und damit ist das auch eine Religion. Ja, also wenn die Schöpfung aus einer Religion kommt, dann stammt die Evolutionstheorie auch aus einer Religion. Und dann muss man sich die Frage stellen, gut, wenn das beides Glauben ist, dann muss ich sehen, welcher Glauben ist denn mehr fundiert? Welcher Glauben ist denn blinder Glauben? Und welcher Glaube ist fundierter Glauben? Und dann muss ich das tun, was in der Bibel, im Buch der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 11 geschrieben steht: Wie ein guter Beröer muss ich mich hinsetzen und muss die Dinge in der Welt an der Bibel messen und sehen, ob die Dinge so sind, wie sie in der Bibel geschrieben stehen. Und wenn etwas im Licht der Bibel nicht standhält, dann ist es nicht wahr. Weil es gibt nur zwei Absolute, ob ihr das jetzt gerne hört oder nicht. In dieser Welt voller Kompromisse hört man das ja nicht mehr so gerne. Aber es gibt nur zwei Absolute. Es gibt das absolute Ja, die absolute Wahrheit, und es gibt das absolute Nein, die absolute Lüge. Das eine wird vertreten von unserem Schöpfergott und Jesus Christus, seinem eingeborenen Sohn, und das andere wird vertreten von dem gefallenen Engel Luzifer hier auf Erden, Satan, den die Bibel im Neuen Testament den Gott dieser Welt nennt. Nicht, weil er ein Gott ist, aber weil die Menschen ihn zum Gott erheben. Und dieser Streit ist ein mentaler Streit, ein geistiger Streit. Und dafür müssen wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, wie es in Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18 geschrieben steht. Für diesen mentalen Streit, um uns entweder von der einen oder von der anderen Religion überzeugen zu lassen, müssen wir fest im Wort stehen, fest im Wort Jesu Christi, fest im Wort der Bibel. Und deswegen ist diese Lesung natürlich oder diese Studie auch basiert auf der Bibel. Nun, wer meinen Kanal schon ein wenig kennt, der weiß natürlich, dass ich schon mal so ein Evolutionsvideo gemacht habe. Ich habe das damals genannt: Wenn die Evolution wahr ist, warum leben wir dann im Jahr 2017 oder 2018? Ich weiß nicht mehr, wann ich das gemacht habe. Aber die ganze Jahrzählung macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn Menschen seit 300.000 Jahren existieren, die Erde seit 4,5 Milliarden Jahren und das Universum seit, ich weiß nicht, 18, 17, 18 Milliarden Jahren existieren soll, dann macht die Zeitzählung von 2000 Jahren oder etwas drüber, wo wir im Augenblick sind, überhaupt keinen Sinn. Da habe ich ein Video mal zugemacht und den Link dazu werde ich in der Beschreibungsbox dieses Videos, wie natürlich auch die Links zu den Artikeln veröffentlichen. Nun, der Artikel, ich sage die Artikel, weil es sind mehrere, wir haben auch noch einen anderen Artikel über Darwin, was Darwin nicht wusste, da kommen wir dann später zu. Die Artikel habe ich mir runterkopiert in ein Word-Dokument und habe ich dann auch teilweise bearbeitet. Ich habe dann bei den meisten Bearbeitungen dran geschrieben: Anmerkung des Bearbeiters. Bei einigen habe ich das nicht gemacht, weil ich hier und da Wörter verändert habe, auch die Übersetzung, weil ursprünglich kommt das aus dem englischen Text und die Übersetzung war teilweise fehlerhaft. Jetzt habe ich hier eine Mücke hier. Die Übersetzung war teilweise fehlerhaft und ich habe natürlich versucht, da, wo sie mir aufgefallen sind, Übersetzungsfehler zu korrigieren. So, jetzt habe ich 10 Minuten lang eine Einleitung gegeben, aber jetzt möchte ich doch endlich gerne mal meinen bisher seltenen, hoffentlich in der Zukunft öfteren Gast, den ich begrüßen kann, ganz herzlich begrüßen aus Deutschland, aus, ich glaube, Magdeburg, ist mir Bruder Maximilian zugeschaltet. Max, dann stell dich doch mal eben vor und erkläre unseren Zuhörern und Zuschauern, warum du dich auch bereit erklärt hast, an dieser Sendung, an dieser Lesung heute und wohl in der Zukunft auch teilzunehmen. Erstmal herzlich willkommen, Max. Ja, hallo Jörg, vielen Dank für die Einladung und hallo in die Runde vor den Fernseh-, Smartphone- oder sonstigen Geräten, da draußen auf YouTube oder sonst wo auch immer dieses Video dann vielleicht mal erscheinen wird. Ja, in der Tat, du hast sehr viele Punkte angeholt, Jörg, und es ist in der Tat so, wir haben uns hier ja ich sag mal, der Wahrheit verschrieben und jetzt wachsen wir in einer Welt auf, ja, das haben wir alle mal mehr oder weniger, wie wir jetzt in Christus leben, festgestellt, die uns eigentlich immer das Gegenteil lehrt. Und ja, nichts anderes haben wir als persönliche Erfahrung gemacht und machen wir auch fortwährend, während wir im Geiste der Wahrheit wandeln. Und genau auf diesen Punkt Bezug nehmend, haben wir uns halt jetzt mal ein Thema rausgepickt, nämlich die Evolutionstheorie, die ja auch so, ich sag mal, schon von vornherein, von Grundschule an eigentlich so ziemlich jedem gelehrt wird, der irgendwie die Schulbildung hier in diesem System durchläuft.
Und wie Luther ja einst sagte, werden ja, wenn der Antichrist, wie war das Zitat, Jörg, mit den weit geöffneten Pforten der Hölle? Wenn wir unsere Kinder nicht täglich in dem Evangelium unterrichten, was wir tun sollten, dann werden die Schulen weit geöffnete Pforten der Hölle. Voilà, und jede Lehreinrichtung auf dieser Welt, die sich nicht grundsätzlich mit der Lehre des Evangeliums beschäftigt, wird eine tyrannische und abgefallene, idolatorische Organisation sein. So ungefähr lautet das Zitat. Ja, genau. Und nicht nur das, es ist ja in der Tat so. Ne? Wir haben ja nichts anderes, haben wir eigentlich. Wir haben ein Weltbild, das, wenn man als Jugendlicher aus der Schule rauskommt, sage ich mal, feststellt, dass das irgendwie alles keinen Sinn macht. Ja? Irgendwie ist das nicht schlüssig in sich und ähnliche Gedanken. Ja, aber so ist das nun mal auch mit der Lüge. Ja, die Lüge braucht immer wieder neue Lügen, ja, damit sie weiter noch akzeptiert werden kann. Und nicht nur das, es ist auch nötig, die Lüge immer und immer und immer wieder runterzubeten. Und jetzt ist mir sicherlich hier nicht als einziger aufgefallen, dass die Evolutionstheorie auch immer gerne mal wieder ein Thema ist, was in den, ich sag mal so, Rundfunkanstalten und so immer mal gerne wieder gebracht wird oder auch auf, was weiß ich hier, ProSieben oder ganzen Fernsehsender. Staatlich oder privat, ja. Genau, mit verschiedenen Aspekten. Das mag detaillierter sein, also wenn wir jetzt hier so direkt in die Gene reingucken oder in die Genforschung, das mag ein bisschen weit gefächerter sein, dass man irgendwie einen Höhlenmenschen irgendwo ausgebuddelt hat. Es ist ein Thema, was notgedrungen, dadurch, dass es eben immer noch auf einer Theorie basiert, immer wieder heruntergebetet wird. Und da haben wir uns halt jetzt heute mal dazu entschlossen, dass wir uns mit einem Aspekt dieser Evolutionstheorie mal auseinandersetzen wollen. Und dann wollen wir einfach mal überprüfen, wie denn diese Theorie in sich und mit dem Rest der Theorie, die wir so alle gelehrt bekommen haben, der Evolution, standhält. Ja, also nicht nur jetzt eine faktische Analyse, sondern gerade auch da, wo wir jetzt die Wahrheit kennen, wenn man im Glauben Jesu Christi lebt, wie es denn im Verhältnis dazu aussieht und ob es denn nicht tatsächlich wieder mal so sein könnte, dass tatsächlich die Bibel der einzige Maßstab der Wahrheit ist. Ja, so. Ja. Ich möchte gerade noch einen Punkt anführen, Max, was die Schulbildung angeht. Ja. Wenn man in die Schule geht, dann hat man normalerweise ein Unterrichtsfach, das nennt sich Religionsunterricht. Also zumindest in vielen Schulen. Heutzutage hat das vielleicht hier und da schon einen anderen Namen. Hier in Flandern, wo ich lebe, in Belgien, heißt es oftmals schon gar nicht mehr Religionsunterricht, sondern dann ist es irgendeine Art von Sozialunterricht, zumindest in späteren Ethik Klassen. Ist auch mal Ethik und solche Sachen. Ja, prima, ja, genau sowas, ja. Aber als ich zur Schule ging, und ich glaube auch, als du zur Schule gingst, was noch nicht ganz so lange her ist im Vergleich zu mir, gab es doch in der Schule auch noch Religionsunterricht, richtig? Ja, ich musste auch noch zwischen katholisch und evangelisch wählen, ja. Gut. Und neben dem Religionsunterricht gab es Biologieunterricht, richtig? Ja, oder Werte und Normen oder so und sowas. Also, okay, gut. Ja. Im Religionsunterricht wird uns das gelehrt, was in der Bibel steht. Nämlich, dass Gott die Welt am Anfang in 6 Tagen geschaffen hat und am 7. Tag ruhte. Das sollte zumindest im Religionsunterricht, wenn es ein christlicher zwischen Anführungszeichen ist, gelehrt werden. Okay? Dann sitze ich also als Schüler da auf meiner Lehrbank und höre mir von vorne einen Lehrer, eine Lehrerin, einen Pastor, einen Priester, einen Dekan, was auch immer an, der mir einen von der Bibel erzählen will. Und der mir sagt, Gott hat am Anfang alles geschaffen. Dann gehe ich in die Pause, esse mein Butterbrot, lasse mich auf dem Schulhof verdreschen, weil ich ein bisschen anders bin als die anderen und weil ich die Wahrheit liebe. Komm zurück in den nächsten Unterricht, hab Biologieunterricht und auf einmal steht da vorne einer und der erklärt mir, das ist alles Quatsch. Wir sind aus einer Ursuppe gekommen, vor so vielen Milliarden Jahren hat es auf die Erde geregnet und aus dieser Ursuppe ist ganz plötzlich, Bingo, 6 Richtige im Lotto, Leben entstanden und kein Mensch weiß wie. Jetzt bin ich aber als Schüler ein wenig verwirrt. Warum gehe ich in ein und dieselbe Lehrinstitution und bekomme auf der einen Seite gelehrt, dass Gott alles geschaffen hat und in der nächsten Stunde kriege ich alles gelehrt von, nee, Gott hat nichts geschaffen, das alles durch Zufall entstanden, Big Bang, aus nix kommt nix. Da fängt für mich persönlich ein Gewissenskonflikt an.
Nämlich der Gewissenskonflikt, wem glaube ich denn jetzt? Und das Problem in der Schule als Kind, ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir alle mal Kinder waren. Wir gehen jetzt mal eben davon aus, meine lieben Brüder und Schwestern, dass wir uns daran erinnern, wie wir waren, als wir 7, 8, 9, 10, 11 Jahre alt waren, noch vor der Pubertät. Wir waren in der Schule, wir saßen auf den Lehrbänken und wir haben die Person, die da vor uns stand und uns etwas beigebracht hat, als eine Respektperson akzeptiert und wir haben die Autorität dieser Person geachtet. Schüler wie mich, die immer ständig zwischengeredet haben, den Unterricht gestört haben und mir rausgeflogen sind und im Klassenbuch standen als sonst, was nehme ich mal aus? Die meisten waren ja ordentlicher als ich. Ich auch nicht, war auch nicht ordentlich. Okay, Max, ja, wir besser also nicht die guten Beispiele. Das, weil wir nicht die guten Beispiele, Max, sitzen wir aber auch heute hier und machen dieses Video. Ja, ich bin schlechter Schüler gewesen. Ja, ja, komisch. Also jedenfalls, lass uns doch mal davon ausgehen, dass wir da so sitzen und wir akzeptieren die Autorität und die Kapazität der Lehrperson, die vor uns steht. Ob das jetzt ein säkularer Lehrer ist, ob das jemand aus dem Glaubensgebiet ist, also ob der jetzt von der evangelischen, von der römisch-katholischen, von der islamischen oder was auch welche Ich-Kirche da vorne ist und der dann seine Dinge erzählt und erlehrt, die er uns beibringen will. Für uns Kinder ist das in dem Augenblick eine A. Respektsperson, B. Autoritätsperson, der wir C. Glauben schenken. Weil am Ende des Schuljahres werden die Dinge, die die Person uns erzählt, von uns abgefragt. Und wenn wir der Person nicht glauben, dann behalten wir nicht, was sie uns sagt. Und wenn wir nicht behalten, was sie uns sagt, ja, dann schreiben wir Arbeiten, in denen wir ganz schlechte Noten bekommen. Und wenn wir ein paar Jahre hintereinander ganz schlechte Noten bekommen, dann sitzen wir mit 15 immer noch in der ersten Klasse. Also, wir akzeptieren das, was die Leute uns sagen. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin, selbst als Kind schon, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, ich habe mir damals nicht so viel draus gemacht, ich habe da nicht drüber nachgedacht. Für mich hat das alles keinen Sinn gemacht. Ich habe einfach die Dinge auswendig gelernt, war mal gut. Deswegen bin ich trotzdem sitzen geblieben, zumindest einmal. Aber das ist der Punkt nicht. Der Punkt, den ich machen will, ist, wenn wir die Dinge glauben, wenn wir die verinnerlichen, wenn wir die lernen, wenn wir da Tests drüber schreiben, Klassenarbeiten, Aufsätze und so weiter und so weiter, als Kinder, ne? Später sind das Aufsätze und Dissertationen und was weiß ich nicht alles, aber als Kinder, dann kommen wir doch in diesen Konflikt mit rein, dass wir im Grunde gar nicht wissen, wem wir jetzt glauben sollen. Und das ist genau das, was der Teufel bezweckt, meine lieben Brüder und Schwestern. Der Teufel ist nämlich der Geist der Verwirrung. Und wenn er die Wahrheit erzählt auf der einen Seite und die Lüge auf der anderen und das beides mit derselben Autorität und man nicht mehr weiß, wem man glauben soll und man und einem nicht gesagt wird, wo man nachschlagen soll, um das eine oder andere zu verifizieren, also zu kontrollieren, ja, dann bin ich verwirrt. Und wenn ich verwirrt bin, dann ist das Erste, was ich fallen lasse, mein Glaube. Und was ich annehme, ist das, was mir indoktriniert wird. Und darum, meine lieben Brüder und Schwestern, gehen heute, jeden Freitag, auf diese 666 Demonstration, ja? Friday for Future. F ist der sechste Buchstabe des Alphabets. 666. Darum geht in dieser Zeit, in der wir heute leben, jeden Schulfreitag Tausende und Abertausende von Schülern von den Schulbanken auf die Straße, um zu demonstrieren für eine bessere Politik in Hinsicht auf die globale Erwärmung, wobei die globale Erwärmung nur das Resultat ist einer Lehre, die basiert ist auf der Evolutionstheorie. Weil wenn ich die Evolutionstheorie als das nehme, was sie ist, eine Theorie und nur eine andere Art von Glauben als der Bibelglaube, dann sehe ich, dass ich überhaupt nicht mit dieser Evolutionstheorie mit der globalen Erwärmung das in Einklang bringen kann mit der Schöpfung. Ja? Es ist entweder die Schöpfung und deren Resultate oder es ist die Evolutionstheorie und deren Resultate. Die Evolutionstheorie führt uns sozusagen in die globale Erwärmung. Die Schöpfungsgeschichte führt uns nur in mehr oder weniger, wenn wir Gott den Rücken zukehren, der Rache Gottes. Ich streite ja nicht ab, dass es bestimmte Veränderungen auf dieser Welt gibt. Gott hat dieselbe angekündigt. Man muss nur mal das Buch Deuteronomium lesen in Kapitel
28 oder 38 ist es, glaube ich. Können wir ein anderes Mal machen, dann suche ich das raus, dann lesen wir das. Ich will jetzt auch nicht zu weit abschweifen. Ich wollte nur mal eben sagen, verinnerlichen wir uns doch nur mal eben den Konflikt nochmal. Wir sind Kinder, schulpflichtige Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren in der Grundschule, in den ersten 4 Jahren in der Schule. Und wir kriegen in der einen Stunde gelehrt, dass Gott die Erde geschaffen hat. Und in der nächsten Stunde kriegen wir gelehrt, dass wir aus einer Ursuppe kommen und dass unser Großvater eine Banane war oder unser Urgroßvater noch ein Affe. Und der eine Urgroßvater den anderen Großvater später aufgegessen hat, weil Affen essen Bananen. Aber alles kommt aus ein und derselben Suppe, alles kommt aus ein und derselben Substanz in der Evolutionstheorie. Und jetzt wollen wir euch mit dieser Lesung gerne aufzeigen, warum die Evolution eine Theorie ist und die Schöpfungsgeschichte eine Tatsache, die sich widerspiegelt in der Welt, in der wir leben, wenn wir nur mal unsere Augen aufmachen und die Natur und die Welt sehen, wie sie ist. Das wollte ich eben nochmal loswerden. Ich lasse dir gerne nochmal kurz das Wort, Max, bevor wir in die Lesung gehen, weil du hast da sicher noch was zu sagen, oder? Ja, also erstmal hast du vollkommen recht. Meine Erfahrungen sind exakt identisch mit deinen aus der Schulzeit. Bei uns war auch immer der Religions- oder Werte- und Norm- oder Ethikunterricht, was man dann auswählen konnte, ja, wirklich eher so eine, ja, nicht ernstzunehmende Unterrichtseinheit, wo man dann auch mal irgendwie, indem man ein Gedicht in der letzten Unterrichtsstunde verfasst hat, eine 2 fürs ganze Schuljahr bekommen hat. Und alles andere war dann irgendwie hinfällig, ja, also von der Bewertung irgendwie ausgenommen. Also auch für mich war die Erfahrung, dass Religion tatsächlich etwas ist, was man also vernachlässigen kann. Auf der anderen Seite wurde mir auch genauso gelehrt in Biologie und in Physik und in, naturwissenschaftlichen Fächern halt, dass das Nonplusultra wäre, an das es zu in Häkchen Glauben gilt, ja, also als etwas, als Tatsache, ja. Und ich fand das sehr interessant gerade, als du das so ein bisschen erläutert hast, wo mir auch wieder aufgefallen ist, dass es halt auch schon so der erste Abstrich, der da gemacht wird vom Transferdenken, ne? Wieso kommt eigentlich keiner auf die Idee, mal nachzuhaken, ne? Dass das eine eigentlich dem anderen komplett gegenübersteht. Und dennoch wird das einer gelehrt, als wäre es das Gesetz in Häkchen, ja, nämlich die naturwissenschaftlichen Fächer, und auf der anderen Seite das andere eben, als wäre es irgendwie, ja, etwas glaub, was du willst mäßiges, ja. Und wenn wir jetzt noch die Bibel hinzuziehen, ja, in Hebräer 11, 1, ne, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, ja. Und wir dann nochmal uns in Erinnerung rufen, dass alles, was gelehrt wird, gerade in naturwissenschaftlichen Bereichen der Schulen, sich auf Theorien basiert, obwohl es uns halt eigentlich dann auch nicht gesagt wird im Unterricht, dass es sich eigentlich nur um Theorien handelt. Ja, es wird ja als Gesetz nur mal verkauft. Ja, dann war mir jetzt nur noch mal der Punkt wichtig, dass man also von nichts anderem als Glauben sprechen kann, was da dann Naturwissenschaft genannt wird und als Fakt gelehrt wird. Ne? So, das war mir noch mal wichtig, der Punkt. Und ja, ich freue mich jetzt auf die Lesung und überlasse dir mal wieder das Wort, Jörg. Okay. Gut, dann fangen wir mal an. Ich habe hier den Artikel, hier nebenbei habe ich ein Bild von Darwin, das muss ich jetzt nicht einblenden, das machen wir später mal. Also lassen wir hier Stunde der Wahrheit stehen, oder ich lasse hier das Bild von Max stehen, der dann ja jedes Mal auch gerne in die Lesung seinen Kommentar mitgeben kann. Das ist natürlich die Absicht, dass wir das zusammenlesen. Ich habe also jetzt hier das, was wir gerade eben auf der Webseite gesehen hatten, ich hatte euch das ja hier gezeigt, diesen Artikel habe ich in Word kopiert und habe dann den Word-Artikel bearbeitet, wie gesagt, einige Dinge zugefügt und halt ein wenig bearbeitet und als PDF gemacht, und den hat Max jetzt bei sich zu Hause auf dem Computer vorliegen und ich lese den dann hier vor. Also der Kampf der Evolution mit Komplexität und neuen Genen. Interessant ist, dass man sich schon mal dieses Bild hier anguckt, da werden wir nämlich gleich drüber sprechen. Hier geht es um das Flagellum. Eins von Darwins berühmten Zitaten lautet, beginnt der Artikel, Zitat: Wenn gezeigt werden könnte, dass irgendein komplexes Organ existiert, das sich nicht durch zahlreiche aufeinanderfolgende kleine Modifikationen herausgebildet haben könnte, dann würde meine Theorie komplett zusammenbrechen. Solche komplexen Organe, von Prozessen ganz zu schweigen, existieren aber in Hülle und Fülle. Und sie bringen Darwins Theorie komplett zum Zusammenbruch. Seine Theorie ist ungefähr so kaputt, wie es nur geht. Und das ist seit Jahrzehnten sogar offensichtlich.
Dennoch weigern Darwinisten sich, es zu akzeptieren, weil sie mehr auf die Erhaltung ihrer Ideologie und ihres Dogmas bedacht sind als auf Fakten. Um das Dogma zu bewahren, ignorieren sie für gewöhnlich Dinge, die ihnen nicht passen. Oder sie verdrehen Fakten, damit sie diese wegerklären können. Da ist mir doch glatt eine ganz gewisse Organisation eingefallen. Ich weiß nicht, ob du mir da helfen kannst, die genau eben das auch von sich behauptet. jetzt muss ich das mir eben nochmal aufrufen. Eine Organisation, die die Fakten verdreht? Ja, genau. Ja, die Größe, fällt dir da auch eine ganz bestimmte Kirche ein, die sich auch anmacht? Ich wollte gerade sagen, die Größe, die mir einfällt, ist die größte Geheimgesellschaft dieser Erde, ja. Nämlich die römisch-katholische Kirche, ja. Ja, das war jetzt ein Spaß. Wir wissen ja, dass die römisch-katholische Kirche da eigentlich quasi auch genau das von sich behauptet. Ne, es ist nur mal ein interessanter Punkt, ja, fand ich. Ja, ist auch richtig. Eines der vielen Dinge, fährt der Autor fort, welche die Unmöglichkeit von Organismen zur schrittweisen Evolution zeigen, ist das Konzept nicht reduzierbarer Komplexität, kurz NK. Ja? Ein ganz, ganz wichtiges Konzept. Der Punkt der nicht reduzierbaren Komplexität des Argumentes davon besteht darin, dass jeder Teil eines bestimmten Organs oder Prozesses für die Arbeit des gesamten Organs oder des gesamten Prozesses vonnöten ist. Nimmt man auch nur einen einzigen Teil fort, dann hört das gesamte System auf zu funktionieren. Es ist nicht möglich, dass Teile eines Systems Schritt für Schritt selektiert werden, wenn die meisten dieser Schritte kein funktionales System hervorbringen. Mehrere oder alle jener Teile müssten sich gemeinsam entwickeln, was dem darwinistischen Modell widerspricht. Ein gut bekanntes Beispiel einer solchen Struktur ist das bakterielle Flagellum, das im Bild ganz oben zu sehen ist. Schauen wir uns das doch nochmal eben an, das Bild. Hier handelt es sich also um eine Bakterie. Eine Bakterie, die aus verschiedenen Membranen, Plasma und Proteinen besteht und die bewegliche und feste Teile hat. Und diese beweglichen Teile, das wird jetzt in dem Artikel nicht weiter erklärt, aber ich erkläre es euch gerne mal eben so, weil ich habe da schon verschiedene Videos drüber gesehen. Das, was hier so rauskommt, das ist wie ein Schwanz. Und das ist ein Schwanz, ein Rotor, der sich dreht. Deswegen sehen wir hier auch diese Drehbewegung, wie ihr vielleicht seht. Und diese Drehbewegung sorgt dafür, dass dieses Bakterium sich fortbewegen kann. Die Drehbewegung, die hier erzeugt sind mehr als 100.000 Umdrehungen in der Sekunde, dass dieses Ding macht. Und wenn man das umrechnet auf Menschengeschwindigkeit, dann bewegt sich dieses Bakterium mit weit mehr als 100 Stundenkilometern durch die Gegend, wo es sich bewegt. Ich habe das jetzt nicht alles genau im Kopf. Ihr könnt euch gerne die Videos dazu anschauen. Die gibt es im Internet, kann man ganz leicht finden, auch auf YouTube. Ja, kann man sich das anschauen. Soweit ich weiß, sind sie in Englisch. Deswegen haben wir auch die ganzen Beschreibungen in Englisch hier mit drauf. Und SOT, die Seite, wo das herkommt, ist ja auch aus dem Englischen heraus. Aber dieses Bakterium hat also einen Antrieb, der pur biologisch ist, ein biologischer Motor, der das Ding so wahnsinnig schnell vorantreibt, dass es weit mehr als 100 Stundenkilometer ist, wenn man das auf Menschengröße übertragen würde. Das ist das Flagellum und darüber sprechen wir jetzt hier. Ich muss doch mal eben fragen, ob Max da vielleicht noch eine Bemerkung zu hat, weil schließlich ist Max ein sehr viel gebildeter Mensch als ich. Ich möchte da eben ganz kurz mal mit zufügen, nur dass ihr das wisst, der Max hat schon einige Semester Medizin studiert, ist also in der Hinsicht ein wenig jünger als ich, weil ich bin ja schon lange aus dem Studienalter, zumindest was offizielle Hochschulen angeht, heraus. Aber eben weil er Medizin studiert hat, einige Semester, ist er sehr viel gebildeter als ich. Das ist nun mal einfach ein Fakt, der so ist. Und er kennt von solchen biologischen Zusammenhängen viel mehr als ich. Und deswegen bin ich wunderbar glücklich, und ich meine das ganz ehrlich, dass Max mich bei diesen Lesungen begleitet, weil er hat hier viele Dinge zu beizutragen, die ich so gar nicht beitragen könnte, weil ich dieses Hintergrundwissen nicht habe. Max,
Was hast du denn dazu zu fügen, zu dem, was ich jetzt gerade über das Flagellum gesagt habe? Ja, ganz kurz nur zur Bildung noch, ganz kurz. Alles, was mit Bildung zu tun hat außerhalb der Bibel, ja, Jörg, da wissen wir eigentlich, was wir davon zu halten haben. Und das ist auch meine Ansicht dazu. Also es ist tatsächlich, ich bin mir dessen bewusst, eigentlich allesamt Lernen gegen das Lernen, was ich so, womit ich zu kämpfen habe. Ja, nichtsdestotrotz, um jetzt hier nochmal zum Thema zu kommen, Flagellen, wir haben das früher im Biologieunterricht Geißeltierchen genannt oder Geißeln genannt, was diese Zellen besitzen. Und ja, es sind, wie du schon gesagt hast, Proteinfäden außerhalb der Zelle, beziehungsweise an der Zelle halt angebracht. Und da gibt es halt dann nochmal verschiedene Arten. Zum einen halt, dass es innerhalb der Zelle noch ist, sprich, dass es von der Zellmembran umschlossen ist, diese Geißel, und auf der anderen Seite, dass es halt außerhalb der Zelle liegt, sprich einfach aus ihr rauskommt. Und ein schönes Beispiel für eine Eukaryoten, das ist das, wenn die, wenn dieser Faden, der da rauskommt, dieser Propeller, sag ich mal, noch in der Zellmembran ist. Ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel das Spermium, ne, von einer, also die Samenzelle. Von der Saatzelle, von der Samenzelle, genau. Ja. Genau, ne, das ist ja auch, denke ich mal, vielen bekannt. Also ja, nee, sonst hast du das schon sehr gut erklärt. Ne? Wollte ich jetzt nicht großartig noch ins Detail. Gut, ja, es geht mir auch hauptsächlich darum, Max, dass du weißt, dass du gerne irgendwelche Dinge noch ergänzen kannst, wenn ich hier und da halt Dinge nicht sage, weil ich halt dieses Hintergrundwissen so nicht habe. Deswegen erwähne ich es nur. Ja. Also ein gut bekanntes Beispiel einer solchen Struktur ist eben das bakterielle Flagellum, das wir eben gerade im Bild gesehen haben. Selbst die Tatsache, dass der einfachste Organismus, eine Bakterie, etwas derart Komplexes und Ausgefeiltes besitzt, sollte uns zu denken geben. Das Flagellum ist ein Wunder an Konstruktionsarbeit. Es besitzt etwa 40 Bestandteile, die alle für den Mechanismus benötigt werden, damit der Mechanismus funktionieren kann. Es hat Ähnlichkeit zu der Struktur eines menschengemachten Motors. Sie können vermutlich erfassen, dass der gesamte Motor aufhört zu funktionieren, wenn man ein Teil davon entfernt. Denn würde er ohne dieses Teil laufen, weshalb würde es dann überhaupt noch nötig sein? Das ist eben der Punkt der nicht reduzierbaren Komplexität. Ja, ein ganz kurzer Punkt nur. Also es ist halt wirklich ein extremst komplexes System. Ja, auch wenn wir hier über eine sehr kleine Einheit an der Zelle reden, es ist absolut erstaunenswert, wie komplex dieses System eigentlich funktioniert, ne? Und auch trotzdem, wie einfach. Ja? Also das einfach in dem Sinne nimmt jetzt nichts von der Komplexität weg, sondern, ja, ihr wisst wahrscheinlich, wie ich das jetzt gemeint habe. Es ist halt wirklich einfach nur erstaunlich. Und das ist jetzt ein angeholtes Beispiel allein. Und es gibt so viele mehr, aber ja, das ist nur noch mal als Hinweis. Also da laufen wahnsinnig viele Prozesse ab, sei es jetzt chemische Prozesse oder auch mit elektrostatische Prozesse, die alle in sich übergreifen und nur deshalb dann auch funktionieren. Ne? Also das nur noch mal. Das ist wirklich also absolut, ja, komplex. Gut. Stellen Sie sich nun vor, dass der Motor einen Teil nach dem anderen schrittweise entwickelt werden müsste. Es könnte möglich sein, ihn nach und nach zusammenzubauen. Doch können Sie sich denken, dass es auf jeder Stufe dieses Prozesses etwas Nützliches gibt, das funktioniert? In den meisten dieser Phasen hätten Sie einfach einen Haufen Metallteile, die miteinander verbunden sind, aber ziemlich nutzlos, weil das Ding keinerlei Arbeit ausführen kann. Bei der Evolution von Organismen im darwinistischen Sinne sind solche Stufen grundsätzlich unmöglich. Wenn eine neue Ergänzung nicht nützlich ist, oder, um präzise zu sein, wenn eine neue Ergänzung nicht zwangsläufig die Überlebenschancen für den Organismus erhöht, dann wird dieser sich nicht in der Population ausbreiten. Überleben des Stärkeren oder Besseren bedeutet die Eliminierung des Schwächeren oder Minderwertigen, habe ich hier zugefügt. Natürliche Selektion kann darauf keinen Einfluss nehmen. Eins der typischen Argumente von Evolutionisten ist, dass das System oder Teile davon in den dazwischen liegenden Phasen nützlich für etwas anderes sein könne und somit das Überleben verbessern würde. Das ist sicherlich theoretisch möglich, aber in der Praxis wäre es bei 99 oder mehr Prozent aller Fälle bestenfalls extrem schwierig, irgendeine Funktion entweder für das System oder seine Bestandteile zu finden.
Und selbst wenn es eine solche Funktion gäbe, dann ist die Wahrscheinlichkeit niedrig, dass dieses System sich später zu etwas entwickeln würde, das eine andere Funktion besitzt. Die logische Richtung von Evolution würde darin bestehen, die Funktion zu verbessern, die existiert. Wenn ein Teil in einer bestimmten Weise spezialisiert ist, dann würde jede Spezialisierung in eine andere Richtung fast sicher die Qualität der ursprünglichen Funktion mindern. Während es also theoretisch möglich ist, dass dies hin und wieder passiert, ist es praktisch nicht haltbar, dass das bei den meisten oder allen solcher Fälle geschehen würde. Eine Bemerkung von mir. Mit anderen Worten, ein Teil in der Hinsicht verbessern, dass die Verbesserung erst funktionstüchtig ist, wenn spätere Bauteile hinzukommen, ist in der Evolutionstheorie komplett ausgeschlossen. Wenn etwas nicht perfekt von Beginn an ist, kann es aufgrund der Dogmatik der natürlichen Selektion überhaupt nicht existent bleiben. Auch wenn das von mir kommt, ist es doch mal eben überlegenswert, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, was ich hier genau geschrieben habe. Die Evolutionstheorie sagt ganz einfach, es geht um Survival of the Fittest, ja, das Überleben des Stärkeren. Und der Stärkere macht das Schwächere kaputt. Und alles, was untergeordnet ist, ist schwächer. Und nur was übergeordnet ist, ist gut. Wenn also Bauteile hinzukommen, die aber erst ihre volle Funktion zeigen können, wenn der ganze Apparat fertiggestellt ist, dann ist das Bauteil an sich unnütz in dem Moment, wann es hingestellt wird. Eben nicht perfekt von Beginn an, weil der ganze Apparat besteht ja noch nicht. Nehmen wir das Beispiel eines Motors. Ein Zahnrad ist an sich super, aber zu überhaupt nichts zu gebrauchen. Aber wenn ich nachher ein Auto baue und ich schließe den Motor an ein Getriebe an und das Getriebe muss die Kraftübertragung des Motors auf die Räder sicherstellen und das Getriebe ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Zahnrädern und dieses eine Zahnrad nehme ich da raus, wie weit komme ich dann mit meinem Auto? Eben. Und das ist der Punkt, den ich hier meine. Dieses kleine Zahnrad ist von Beginn an perfekt, aber aufgrund der natürlichen Selektion, weil es hier in diesem Augenblick überhaupt nicht gebraucht wird, kann es nicht existent bleiben. Kann die Evolution es nicht hinüberretten in die nächste Generation? Das ist der Punkt. Und in Bezug auf Beispiele aus dem wahren Leben hat es keine gute Erklärung gegeben. Wenn wir uns einen Motor betrachten, der teilweise fertig gebaut ist, dann sehen wir, dass wir ihn beispielsweise auch als Hammer benutzen können. Und fast alles kann als Briefbeschwerer benutzt werden. Aber wie hilft uns das weiter? Wie viele Briefbeschwerer brauche ich denn? Wenn wir dieses Ding als Hammer benutzen, also den Motor, dann wird er durch solch eine Ergänzung, die ihn zu einem besseren, dann wird er durch solch eine Ergänzung zu, ihn zu einem besseren Hammer machen. Nützlicher. Doch ihn zu einem besseren Hammer zu machen, bedeutet, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass daraus ein Motor wird. Und wenn der Motor 50 Teile braucht, haben wir dieses Problem bei jedem einzelnen Schritt. Stellen Sie sich nun Folgendes vor. Angenommen, wir haben bei Schritt 20 einen Hammer und bei Schritt 21 einen besseren Hammer. Ja, wie können wir dann auf eine Stufe kommen, wo der Hammer aufhört, ein Hammer zu sein und sich zu einem Motor fortentwickelt, nur, dass er noch kein Motor ist und zufälligerweise irgendeine andere nützliche Funktion wie ein Hammer hat? Vermutungen über alternative Funktionen sind höchst unrealistisch und reflektieren nur den verzweifelten Wunsch danach, dass Evolution um jeden Preis klappt. Der erste Preis, den man dafür bezahlt, ist, die Wahrheit hinter sich zu lassen. Der Bedarf an mehreren unterschiedlichen Funktionen über den gesamten Prozess hinweg lässt diesen an sich weit weniger wahrscheinlich werden. Der Motor verfügt sicherlich über Teile, die für andere Dinge benutzt werden können. Schrauben etwa. Nun, in derselben Weise können biologische Strukturen aus vielen Dingen hergestellt werden, die ebenso wie Schrauben andere Funktionen erfüllen können. Doch Sie können sicherlich erkennen, dass der generelle Nutzen von Schrauben uns in den intermediären Phasen des Motorbaus nicht sonderlich weiterhilft. Schrauben können vielseitig sein, doch die Teile, die für einen Motor spezifisch sind, stellen hier das Hauptproblem dar. Ein Fahrrad verfügt auch über viele Teile, die auch für etwas anderes nützlich sein können.
Reifen sind für viele Dinge verwendbar. Ein Sattel oder Sitz gibt's auch auf einem Pferd oder in einem Bus. Wobei der Sattel eines Fahrrads nicht direkt geeignet ist, um den auch auf einem Pferd zu montieren, möchte ich hier eben bei bemerken. Eine Kette erfüllt ihren Zweck auch in einer Kettensäge, nicht nur beim Fahrrad. Bremsen existieren auch im Auto und so weiter und so weiter. Doch wie hilft eine dieser Sachen uns dabei, ein Fahrrad evolutionär zu entwickeln? Das tun sie nicht. Kettensägen evolutionieren sich nicht zu Fahrrädern, denn sie sind unterschiedlich im Design. Verwendbare Teile für andere Zwecke helfen uns nicht, etwas Spezifisches zu entwickeln. Und hier kommen wir nochmal auf dieses wunderbare System der NK-Theorie. Nutzbaren, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, ich bin schlecht, mir solche Dinge zu merken. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu, wenn wir die Abbildung hier besprechen. Es kann funktionelle, nee. Ja, sag mal. Also nee, du meintest die NK, die muss jetzt auch selber nochmal nach, ja, nicht reduzierbare Komplexität. Nicht reduzierbare Komplexität, genau. Dass man nichts mehr wegnehmen kann. Ne? Also nur noch ein kleiner Einwand. Ich glaube auch, dass das der Punkt ist, weswegen man zum Alter der Erde so viele Millionen, Milliarden, was weiß ich nicht, was es jetzt aktuell für einen Stand erreicht hat, Jahre an Zeit hinzugefügt hat in der Lehre. Weil wenn man sich so jetzt mal die auch genannten Beispiele einfach mal vor Augen hält, salopp gesagt, tut man also ja einen Haufen Zellen, sage ich mal, in einen großen Sack, ja, und wartet dann einfach ein bisschen und irgendwann kommt dann eine Superzelle raus, die halt alle anderen besiegt hat. Ich glaube, dass das auch halt der Punkt ist, dass man einfach so viel übertriebene Jahre an Zeit hinzugefügt hat zur angeblichen Lebensdauer der Erde, dass es halt sein könnte, dass das wirklich alles so passiert, wie der Darwin das hier in seiner Theorie so lehrt. Ja, ich glaube, dass das ein nicht unerheblicher Punkt ist. Ne? Das ist ein sehr interessanter Punkt, der in dem Artikel, was Darwin nicht wusste, besprochen wird. Ach, da war das ja. Genau. Das noch mal. Gehen wir auch nochmal drauf ein. Dann. Ja, den zeige ich hier mal eben. Den bereite ich gerade erst vor. Ihr seht, das ist ein Word-Dokument und ihr seht, wo man da runterscrollen kann. Das ist also ein ganz schön langes Dokument. Ich schätze, das wird ungefähr 50 Seiten haben. Und das hat Max ja mehr oder weniger versprochen, mit mir dann durchzuarbeiten. Ja. In den das kommenden Videos. Und hier sprechen wir eben von dieser Suppe. Wir können das ja vielleicht mal eben hier raussuchen. Ich glaube, dass das hier irgendwo steht vor den Missing Links. Hier ist das. Der Sir Fred Hoyle. Ne? Weichen wir da mal eben drauf ab. Geben wir den Leuten mal eben einen Schwankerl. Einen kleinen, ja, genau. Exkurs. Sir Fred Hoyle, Astronom, Mathematiker und Autor, sagt das folgende. Zitat. Und das ist einer, der nicht an die Schöpfung glaubt. Ja, also das eben dabei unterstrichen. Wenn es in der Materie ein Grundprinzip gäbe, das auf irgendeine Weise organische Systeme zum Leben erwecken könnte, dann wäre dessen Existenz im Labor einfach nachzuweisen. Man könnte zum Beispiel ein Schwimmbecken nehmen, das die Ursuppe darstellt. Dieses Schwimmbecken fülle man nach Belieben mit Chemikalien von nicht biologischer Natur. Darüber oder auch dadurch pumpe man nach Belieben Gase und lasse nach Belieben Strahlung drauf scheinen. Das Experiment lasse man ein Jahr lang laufen und schaue dann, wie viele von den 2000 Enzymen, das sind die, die man in einer lebenden Zelle findet, in dem Bassin tatsächlich entstanden sind. Ich kann Ihnen die Antwort geben, sagt dieser Sir Fred Hoyle, Astronom und Mathematiker. Er kann uns die Antwort geben. Ich kann euch die Antwort auch geben. Ich bin kein Astronom und Mathematiker. Ich kann Ihnen die Antwort geben und damit kann ich Ihnen die Zeit, die Mühe und das Geld ersparen, die das wirkliche Experiment erfordern würde. Sie würden überhaupt nichts finden, außer vielleicht einem tierigen Schlamm aus Aminosäuren und anderen einfachen organischen Chemikalien. Aber wie kann ich mir dieser Aussage so sicher sein? Nun, wenn es anders wäre, wäre das Experiment schon längst durchgeführt worden, wäre bekannt und in aller Welt berühmt. Seine Kosten wären trivial, verglichen mit den Kosten, einen Menschen auf den Mond zu bringen. Und wir wissen, das hat in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts verdammt viel Geld gekostet. Den
Film zu produzieren. Menschen auf den Mond bringen ist wieder eine andere Sache. Kurz, es gibt nicht den geringsten Hauch eines objektiven Belegs zur Unterstützung der Hypothese, dass das Leben in einer organischen Suppe hier auf Erden begann. So viel zu dem Sir Fred Hoyle, Astronom, Mathematiker und Autor zu dem Thema. Die Leute vertreten das, ne? Also man muss sich bewusst sein, dass die Leute bis auf den Tod ihren Häkchen Glauben verteidigen. Ja, also die lassen Gott einfach in der Schöpfung nicht zu, komme was wolle. Ja, und obwohl es teilweise so absurd offensichtlich wird, ja, dass sie dafür keine Erklärung haben, ja, und dass nur Gott eigentlich die Antwort geben kann, ja, missachten sie doch einfach dann auch einmal die Tatsachen, ne? So. Es ist halt wirklich erstaunlich. Da wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass es halt wirklich jemand ist, der also wirklich den Atheismus verkörpert, ne? Ja. Fahren wir nochmal fort mit unserem Artikel. Es kann funktionelle Subsysteme geben, aber das löst nicht das Problem. Ich werde das Spielzeug hier im obigen Bild dazu verwenden, um dies zu veranschaulichen. Also, ich muss jetzt runterscrollen, behaltet das in eurem geistigen Auge. Ja? Nehmen wir die 8 farbigen Teile, grün, blau, gelb, rot, die hier auf über eine Stange gemacht sind. Nehmen wir die 8 farbigen Teile als Bausteine des Systems und eine Verfassung, in der es daran arbeitet, in einem Zustand zu sein, wo ein Gleichgewicht zwischen den beiden Seiten besteht. Sie können sich diesen nicht reduzierbaren Komplex in dem Sinne denken, dass er zu funktionieren aufhört, wenn wir irgendein Teil davon entfernen. Wir verlieren das Gleichgewicht. Doch Sie können erkennen, dass ein Gleichgewicht bestehen bleibt, wenn wir auf jeder Seite dasselbe wegnehmen und dass das System dann wieder funktioniert. Das wäre ein nicht reduzierbares, komplexes System. Um dieses Subsystem evolutionär zu einem komplexen System zu entwickeln, brauchen wir 2 Schritte, die zur selben Zeit ablaufen müssen. Das ist wichtig zu verstehen, weil Darwinisten manchmal auf solch ein funktionelles Subsystem mit der Behauptung verweisen, dass sich nicht reduzierbare Komplexität genau damit erledigt. Das ist ein Trugschluss, wie ich eben bereits erklärte. Und überdies sollte ihre Aufgabe nicht so sehr darin bestehen, nicht reduzierbare Komplexität zu widerlegen, sondern zu zeigen, dass das System sich tatsächlich Schritt für Schritt entwickeln kann, also verbessern kann. Das bedeutet, dass Sie jeden einzelnen Schritt mit einbeziehen müssen. Aufzuzeigen, dass es eine Art Zwischenzustand gibt, der funktioniert, ist gut und schön. Doch das spricht nicht gegen die nicht reduzierbare Komplexität des gesamten Systems. Und noch wichtiger, es beweist nicht die stufenweise Evolution. Das Spielzeug in dem Bild hat 4 funktionelle Zustände. Doch zwischen je 2 dieser funktionellen Zustände gibt es ein Stadium, das nicht funktionell ist, wodurch schrittweise Evolution unmöglich wird. Man kann nicht einzelne Teile hinzufügen und auf jeder Stufe ein Gleichgewicht haben. Und Biologie ist unendlich viel komplizierter als dieses Spielzeug. Es hat einen Versuch gegeben, aufzuzeigen, inwieweit das Flagellum, also das, wie hast du das noch genannt, Tierchen? Geißeltierchen, Tierchen, genau. Ich komme jetzt eben auf das Pantoffeltierchen, aber das war ein anderes. Das Geißeltierchen, ja. Inwieweit das Geißeltierchen, also das Flagellum im obersten Bild, sich schrittweise entwickeln kann. Dazu hat es einen Versuch gegeben, um das aufzuzeigen. Doch alles, was dabei aufgezeigt wurde, war eine Zwischenphase, die funktioniert hat. Eine Zwischenphase. Und es stellte sich später heraus, dass das Flagellum zuerst existierte, was zeigt, wie ausweglos die evolutionistischen Erklärungen sind. Wir können nun verstehen, dass das nichts anderes besagt, als dass dieses eine Studium funktioniert. Versuche zu belegen, dass etwas Schritt für Schritt vor sich geht, indem man die Abläufe einer bestimmten Phase aufzeigt, ist eine Sackgasse. Wo ist der Beleg für Evolution, der von einem Nichts zu jener Zwischenstufe führt und von dort aus zu dem gesamten System? Es gibt keinen.
Damit Evolution funktioniert, müssten alle Schritte zwischen allen bekannten Stadien erklärt werden. Und soweit wir sagen können, bedarf es in vielen Stadien mehrerer Schritte, damit die Funktionalität erhalten bleibt. Selbst wenn es nur ein Stadium gibt, das mehrere Schritte braucht, um eine Verbesserung zu zeigen, ist die Hinarbeit von Evolution in Richtung eines komplexen, funktionalen Systems in einer schrittweisen Form unmöglich. Eine Bemerkung von mir. Ebenso muss vor Beginn der Konstruktion klar sein, was konstruiert werden soll. Man kann ja nicht einfach verschiedene Teile nehmen, die bis dato nicht existent sind, und sie zusammenwürfeln, um etwas zu bauen, von dem man von vornherein nicht weiß, was es sein soll. Ohne fehlendes Design kann man nichts bauen. Design aber setzt Intelligenz voraus. Nicht reduzierbar komplexe Systeme, fährt der Artikel fort, können ganze Organe oder nur kleine Makromoleküle sein, die aus mehreren Proteinen zusammengesetzt sind. Lebende Organismen sind voll davon. Ich will hier nicht so sehr ins Detail gehen, aber wenn Sie an weiteren Beispielen nicht reduzierbarer Komplexität in biologischen Systemen interessiert sind, können Sie beispielsweise diesen Blogartikel lesen. Da kann man dann draufklicken und dann kann man diesen Artikel von James M. Clark Blogspot, Do-It-Yourself Irreducible Complexity, also über die nicht reduzierbare Komplexität, hier öffnen, kann das lesen. Und ich weiß nicht, wenn es... Wenn Max da Lust zu hat, dann kann er sich ja mal hinsetzen und sehen, ob es interessant ist, diesen Artikel zu übersetzen. Und dann kann er das ja für die nächste Lesung vielleicht gerne mal machen. Ansonsten müsst ihr da halt draufklicken, des Englischen mächtig und das selbst lesen. Ja, ich schaue mir das nochmal an, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall ist es ja schon mal gut, dass in diesem Artikel auch Verlinkungen zu anderen Artikeln sind, dass man eben auch selber seine eigenen Forschungen nachstellen kann. Also, dass man immer die Dinge selbst nachforschen kann. Ich betone das ja immer wieder in meinen Videos, dass ihr bitte eure eigenen Untersuchungen anstellt. Ihr müsst Max nicht glauben, ihr müsst mir nicht glauben. Ihr müsst dem glauben, was ihr selbst herausfindet. Und wenn ihr eure Studien basiert auf Basis der Leitung des Heiligen Geistes, wenn ihr eure Studien basiert auf Basis der, dass ihr alles gegen die Wahrheit, was die Bibel ist, messt, dann könnt ihr sicher sein, dass die Wahrheit, die ihr dann rausfindet, die ihr dann erkennt, dass das wirklich wahr ist. Ich habe gestern noch ein interessantes Beispiel gebracht. Wir hatten gestern Abend noch Kapitel 17 gelesen in Buch Herrscher des Bösen. Und da geht es um die, das Timing einer Reise von John Carroll und dem Stoughton hier in Europa. Und die haben in der Vorbereitung des amerikanischen Revolutionskrieges wahrscheinlich die Rothschilds besucht im 18. Jahrhundert. Und Tappasaucy hat in seinem Buch geschrieben, dass er in der jüdischen Enzyklopädie gelesen hat, dass die Rothschilds die Wächter des Vatikanschatzes sind. Ja, das ist ja schön und gut, dass der Tappasaucy das in seinem Buch schreibt und das finde ich ja toll, aber ich habe mir immer gesagt, ich möchte das gerne selbst rausfinden. Also habe ich mich selbst auf die Suche gemacht, habe die jüdische Enzyklopädie online gesucht und habe 2 Stunden lang mit Bruder Tom Fress die jüdische Enzyklopädie durchsucht mit ihm zusammen, ohne dass wir von der Suchfunktion Ctrl-F überhaupt wussten, dass es die gab, haben wir nämlich nicht gebraucht, und haben Seiten und Seiten und Seiten über die Rothschilds in der jüdischen Enzyklopädie nachgeschaut, bis Tom nach fast 2 Stunden drauf gestoßen ist. Ich kann das also noch nicht mal für mich claimen, dass ich drauf gestoßen bin. Das war sogar noch Tom. Ja, es war halt die Zusammenarbeit im Heiligen Geist. Und ja, er hat mir dann die Seite gezeigt, ich habe die dann gefunden und seitdem weiß ich, dass das tatsächlich stimmt. Das ist eine Wahrheit, die ich 100% akzeptieren kann, weil ich habe selbst die Nachforschungen angestellt. Und das ist auch mit diesen Sachen so. Schaut, Max und ich, wir können uns hier hinsetzen und wir können uns den Mund fusselig reden. Ja? Es geht aber nicht darum, uns den Mund fusselig zu reden. Es geht auch nicht darum, euch von irgendeiner Sache zu überzeugen. Es geht darum, euch aufzuzeigen, was die eine Lehre ist und es geht daran, um diese eine Lehre zu messen an der anderen Lehre. Die eine Lehre ist das, was in der Welt gelehrt wird und die andere Lehre ist die Lehre, die schon immer da war, nämlich das Wort Gottes, die Wahrheit, die existiert hat, von vor die Welt überhaupt entstand. Daran messen wir alles und wir wollen euch animieren, da alles dran zu messen. Und nur das, was ihr selbst erkennt, das, was ihr selbst rausfindet, das ist die Wahrheit, die ihr für euch selbst auch akzeptieren könnt.
Mensch, ich kann euch ja viel erzählen, wenn ich lustig bin. Nun, ich tue das nicht, weil der Gott, an den ich glaube, mir beauftragt, dass ich die Wahrheit sprechen muss gegenüber meinem Mitmenschen. Ja? Wie in dem Einleitungsvideo hierzu auch, die 10 Gebote, wo da mit drin steht, dass man eben nicht falsch Zeugnis wider seinen Nächsten reden soll. Deswegen sage ich hier die Wahrheit. Aber ihr könnt es nachprüfen. Ihr könnt es nachprüfen, vor allen Dingen an der Bibel. Ja? Und deswegen mache ich diese Lesung hier heute mit Max und nächste Woche vielleicht auch nochmal mit Max oder nächsten Tag oder ich weiß nicht, wann wir nochmal zusammenkommen können. Max hat ja eine etwas, sag ich mal, ausgefülltere Agenda als ich wahrscheinlich. Hallo, oh, well. Also ich freue mich jedenfalls, um demnächst nochmal mit Max zusammenkommen zu können. Und ich möchte ihm jetzt auch gerne das Abschlusswort geben, weil wir sind ja beinahe schon eine Stunde hier und wir werden den Artikel dann nächstes Mal fortsetzen und wir werden dann auch in den Artikel gehen von was Darwin nicht wusste und werden die Dinge noch weiter besprechen. Wie gesagt, das wird eine ganze Serie sein. Ich würde mich, wie gesagt, auch mal freuen, wenn vielleicht Anne auch mal teilnehmen kann, weil das ist ja zwar eine Live-Aufnahme, aber wird ja nicht live ins Internet übertragen. Wenn sie Lust hat, ist sie immer willkommen, deine Frau, um hieran teilzunehmen. Und jetzt möchte ich gerne Max die abschließenden Worte für diese erste Lesung überlassen und freue mich darauf, dass ihr neben dieser Lesung eure eigenen Untersuchungen anstellt und dass ihr uns nächstes Mal wieder begleitet, wenn wir diesen Artikel weiterlesen, über die nicht reduzierbare Komplexität. Ja, sieh, ich kann es sogar behalten. Ne? Ich habe es mir nie aufgeschrieben. Das ist noch Hoffnung für den alten Jörg. Ja. Und ich freue mich darauf, Max nächstes Mal hoffentlich wieder begrüßen zu können und möchte ihm deswegen jetzt gerne die abschließenden Worte aus dieser Lesung geben. Bitte, Max. Ja, vielen Dank, Jörg. Ja, wir haben ein Beispiel gehört aus der Evolutionstheorie, dass wir uns mal vorgenommen haben, ein bisschen leuchten. Mikro noch drin? Ja, ist noch drin. Und haben festgestellt, also nicht nur, dass jetzt die Evolutionstheorie Glauben gründet, ja, Glauben, der sich nicht bestätigen lässt, dass wir jetzt Jetzt fällst du weg, Max. Schlechte Verbindung oder was? Ja, scheint gerade so. Die Verbindung ist, glaube ich, gerade. Jetzt ist wieder gut, ja. Jetzt ist wieder gut. Ja, wir schauen uns gerade das Beispiel des Flagellums an. Mein Punkt war jetzt nur nochmal, dass wir also wirklich feststellen müssen, dass es sich hierbei um Glauben der Evolutionstheorie geht. Ja? Wir widerlegen das anhand des kleinen Beispiels, ja, und werden da auch nächstes Mal dann noch tiefer drauf eingehen. Da freue ich mich auch schon drauf. Also wenn das alles so klappt, dann bin ich auch nächstes Mal wieder gerne dabei. Und da wir ja wissen, dass der Glaube eine Überzeugung von Tatsachen ist, ja, ein von Dingen, die man nicht sieht, ne? Wo stand das, Jörg? Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Hebräer 10,1. Ja, genau. Hebräer 10,1. Dann sollten wir uns doch alle überlegen, ob wir nicht wirklich auf den Glauben vertrauen wollen, der sich immer wieder als wahr herausstellt, nämlich das Wort Gottes, oder ob wir weiter dem in Häkchen Pseudowissenschaften hinterherlaufen, die uns so als wahr gelehrt werden, sie sich aber überall, und auch das haben wir heute wieder festgestellt, sie sich widersprechen, sich widerlegen, sich nicht als wasserfest oder wasserdicht herausstellen. Und ja, diese Entscheidung muss ein jeder für sich selbst treffen. Jörg und ich, wir haben unsere Entscheidung schon getroffen und wir vertrauen auf das Wort Gottes. Und ja, in diesem Sinne würde ich mich freuen, dich nächste Woche wieder hören zu können, zu einer Aufnahme, vielleicht auch früher, wir werden da noch abquatschen, wann das ist. Und möchte noch zu dem Punkt zurückkommen, dass es einfach unglaublich wichtig ist und auch ich tue das inzwischen regelmäßig jeden Abend und ich kann gar nicht sagen, wie schön es ist, im Wort Gottes zu studieren, sich die Bibel anzuhören. Da gibt es ein Hörbuch auf YouTube zu, kostenfrei, kann man sich anhören, die Bibel, die Schlachter 2000 Version. Man kann sie auch selber lesen, es ist wurscht, aber beschäftigt euch mit dem Wort Gottes. Das ist die einzige Quelle und das ist auch das, was ich in meinem bisherigen Leben gelernt habe. Das ist die einzige Quelle an Wissen und Fakten, die sich bis heute als wasserdicht und exakt und richtig und als Wahrheit herausgestellt haben. Ja, in diesem Sinne, sage ich mal, lest eure Bibel und bis zum nächsten Mal. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that
unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape.